der Fähre nach Phuket. Und 350 Baht per Nacht. Guten Abend hier in Bangkok. Und ja, das ist übrigens das allererste Mal, dass ich in so einem Tuk-Tuk sitze. Heute und jetzt passiert ein riesengroßes Abenteuer, denn ich habe hier gepackt für einen kleinen Trip nach Bangkok. Na, klein, ein bisschen größer ist er schon. Nämlich den ganzen Weg von Phi nach Bangkok funktioniert so. Jetzt dann mit dem Taxiboot zum Pier Tonsai Phi Zentrum. Vom Phi Zentrum Fähre nach Phuket. Vom Phuket Hafen, dann mit dem Taxibus zum Flughafen Phuket und dann vom Flughafen natürlich nach Bangkok mit dem Flieger. Ganz schön was los heute, das passiert. Du bist wieder mit dabei. Willkommen zum neuen Video mit Scott Wade Wilson. So, hier geht's los. Schnapp mir diese Tasche da, alles schon gepackt und auf nach Bangkok. Das ist auch wieder eine Seite der Regenzeit hier, denn da können die Boote nicht am Long Beach, also die Longtail-Boote nicht am Long Beach halten und ankern und anlegen, weil die Wellen viel zu groß sind. Da ist das Meer immer wild und rough, wie man in Englisch sagt. Deswegen müssen wir jetzt auf die andere Seite vom Long Beach zum Lomoti Beach. Und ich sehe ihn schon, deswegen Taxi auch hier, das ist das ganze Zeug. Und da geht jetzt ins Longtail-Taxiboot. Und das Longtail-Boot, abgelegt, wir sind jetzt am Wasser. Aber was habe ich dazu bewegt, eigentlich nach Bangkok zu reisen? Ja. Wan reist ab nach Hause, sie ist eigentlich aus Bangkok und sie hat mir so viele Barbecue-Restaurants, Seafood, Muscheln, Scallops-Restaurants gezeigt und das sieht so lecker aus und da habe ich mir überlegt, mache ich halt einen kurzen Trip nach Bangkok, weil das Essen sieht echt so lecker aus und ich könnte jetzt mal Abwechslung vertragen, auch wenn das Essen auf Phi super gut ist. Das Bangkok-Essen ist natürlich ein Wahnsinn, habe ich auch noch nie so probiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, wir sind am Longtailboot und auf geht's zum Tonsai Pier. Nach Phuket und hört euch das mal an, nach 4 Monaten das erste Mal Phi verlassen und zudem das erste Mal, dass ich auf Phuket dann nicht landen werde, sondern ankommen werde. War noch nie auf Phuket, auch das ist jetzt eine Premiere. Ja, jetzt warte ich, bis die Fähre startet hier, echt super, boah, gemütlich und wir sehen uns dann drüben. Für euch ist das immer nur so ein Sprung hier und da, einmal im Bus und dann wiederum auf dem Longtailboot, dann auf der Fähre, jetzt auf dem Flughafen Phuket, gerade angekommen, aber das ist ein ganz schön anstrengender Reisetag, denn nimmt wirklich einen kompletten Tag bis in die Nacht in Anspruch, um da von Phi nach Bangkok zu kommen. Es geht einfach nicht wirklich schneller, aber hungrig schon und trotzdem jetzt geschafft, das meiste schon, jetzt kommt nur mehr der Flug nach Bangkok und hier das erste Mal wieder am Flughafen eben Maskenpflicht. Also nach mehr als 4 Monaten auf Phi brauchte ich jetzt wirklich mal Burgerzeug, nämlich hier vom Burger King. Aber das Eigenartige ist, die haben eigentlich McDonald's und Burger King auf Phi. Endlich das Boarden, es ist schon 8 Uhr abends, finster draußen, jetzt geht es endlich in den Flieger nach Bangkok. Finally und endlich.
angekommen am Bangkok Airport, schon ganz schön müde. Und jetzt noch das Gepäck hier aufsammeln am Förderband, Gepäckband. Letztes Taxi zum Hotel und dann war es das mit dem Tag heute geschafft. Nicht der Suri Balamakumi Brumi Balabumi Airport, sondern das ist der Don Muang, wie man das ausspricht, weiß ich auch nicht. Airport, genau der. Und es ist nicht so leicht, ein günstiges Taxi zu finden mitten in der Nacht, aber ist nur immer einiges los hier. Nach 10 Uhr ist es schon und schauen, ob ich jetzt ein günstigeres Taxi finde, weil die verlangen alle ganz schöne saftige Preise hier. War es jetzt diese Taxifahrt noch und jetzt stecke ich noch im Hotel ein, aber mit einem Schnipser, nur so kurz für euch wieder, sehen wir uns dann gleich am Morgen. Aber ich mache jetzt mal Schluss und gehe mal dann später schlafen, nach etwas ja, zu essen und so. Und ja, bis dann. Ich zeige euch dann auch das Zimmer morgen. Angekommen im finalen Hotel. Endlich. Aber das ist eigentlich kein Hotel, es ist ein Apartment, Kondo sagt man, ganz neuer Begriff für mich, aber mit Küche, Flachbildfernseher, riesen Gefriertruhe und Kühlschrank, Klimaanlage natürlich, Bett, Wohnzimmer, Badezimmer und Balkon zu einem Preis, das verrate ich dir in einer Sekunde, auch eine Roomtour machen wir gemeinsam, das glaubst du nicht, was das kostet. Ein unschlagbarer Preis. Aber zuvor, als ich gestern nach dieser strapazierenden Reise von Pipi in Bangkok endlich angekommen bin und das eigentliche erste Hotel, was ich eben für die letzte Nacht buchte und schon im Voraus bezahlte, war eine Horrorerfahrung. Ich kam dort an, nicht zu spät, ich glaube es war 39, 10 Uhr sowas, eigentlich ganz normal. Die werben aber für 24 Uhr Check-in, nicht 24 Uhr, sondern 24 Stunden Check-in quasi. Man kann zu jeder Zeit einchecken und ich war auch früh dort. Niemand an der Rezeption. Das war nervig. Daneben warteten auch schon andere Gäste und die sagten, die warteten schon eine Stunde. Okay, ich wartete dann auch zusätzlich noch eine Stunde, kam niemand. Verrückt, wanderte dann durch ganz Bangkok, um ein anderes Hotel zu finden, obwohl das eben schon bezahlt war. Sehr nervig, fand keines, denn da hatten alle wirklich schon dicht und es war so kompliziert, erschöpft, müde, ich konnte nicht mehr. Ging dann irgendwann nach langer Zeit wieder zurück zum ursprünglichen ersten Hotel, wo niemand an der Rezeption war. Und, ja, du wirst warten, niemand noch immer an der Rezeption. Boah, ich war echt genervt. Sah dann, dass an der Rezeption, nicht diese hier, aber eine andere Keycard einfach so da lag. Mit der Nummer 401 irgendwas, schnappte mir dann einfach diese Karte, ging rauf zu dieser Nummer, funktionierte. Der Raum war zwar hergerichtet, aber auch ein Horrorraum, nichts Schönes, überhaupt nicht. Das war echt, na, ich möchte nicht ins Detail gehen hier. Schlimme Erfahrung, echt katastrophal und jetzt angekommen hier im eigentlichen Traum. Und das, diese ganze Kondo-Apartment-Dings mit Flachbildfernseher, war schon erwähnt und was weiß ich was alles, 350 Baht per Nacht. Unschlagbarer Preis, was sind das, 7 Euro, 7,50 Euro? Wenn man das mit dem Pipi the Beach Resort vergleicht, da zahlst du das Vierfache mindestens für den Bungalow. Und hier hast du, machen wir eine Rundtour, dann siehst du nämlich jedes einzelne Detail hier und du wirst es kaum glauben können. Schau dir das an. So, perfekt. Hier der View-Ausblick von der Couch. Es ist nämlich auch eine Couch hier auf den Flachbildfernseher, wenn wir aufstehen. Meine JBL-Box darf natürlich auch nicht fehlen und das ist eben für den Sound zuständig. Und ja, alle Produkte, die ich übrigens nutze, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier die Couch, sehr gemütlich. Mein Zeug da, Rucksack hier. Das Schlafbett, Zimmer, Dings mit riesengroßen Fenster und super Ausblick. Das ist alles hier. Und wenn wir dann ich muss erwähnen, die Bettwäsche ist ziemlich lustig. Das ist diese Bettwäsche, die hier ja, frisch aufgezogen worden ist. Eine pinke, keine Ahnung, Thai-Style Kinderbettwäsche. Aber ist okay. Hier die Klimaanlage, natürlich sehr wichtig. Die kühlt enorm und man fühlt sich hier immer frisch und eben gekühlt. Wenn man hier zurückgeht, dann kann man hier die Küche betreten. Super, denn wenn du hier unten schaust, Mikrowelle gibt es auch. Dunstabzug, hier schon gekocht, funktioniert einwandfrei. Abwasch, alles da. Echt cool, hier links der riesengroße Kühlschrank. Und jetzt schauen wir mal rein. Eis habe ich schon besorgt. Und hier das große Fach für alles andere, schon etwas aufgefüllt.
Bier, Pepsi Max, dieses Schweppes und was weiß ich was alles. Jedenfalls so cool, einen riesen Kühlschrank zu haben. Das ist echt, echt praktisch. Spiegel haben wir hier. Da sehen wir uns ganz kurz, oder ich sehe mich. Und die Working Station. Wenn ich mir hier mich umdrehe, nämlich, dann passiert hier die magische Magiearbeit immer. Also hier schneide ich und bearbeite ich meine Videos. Jetzt gerade auch eben am Schneiden, wie immer, fleißig. Und das Coole, ein Balkon. Wenn wir hier, ich mache mal etwas finsterer, weil draußen ist es super hell. Also eben, wenn wir hier öffnen, können wir rausgehen auf den Balkon und diesen Ausblick auch genießen. Ich kann ja selbst die Wäsche waschen und die dann trocknen lassen. Auch das hat einen Wert für mich. Ziemlich cool. Gehen wir wieder rein. Und eben hier drinnen wieder angekommen, sehen wir uns das Bad an mit Waschbecken. Hallo, Spiegel natürlich, alles vorhanden, die Dusche. Und da mache ich es jetzt auch ein bisschen heller. Genau, so sieht das schon besser aus. Hier eben die Dusche. Auch alles top für diesen Preis. Ich kann es nur noch mal erwähnen. Hier WC, Waschbecken, 350 Watt, 7 Euro irgendwas die Nacht. Ist das eigentlich ein unschlagbarer Preis. Ja, das war die Roomtour und ich würde sagen, wir sehen uns dann draußen auf den Straßen Bangkoks, denn ich habe schon Hunger. Guten Abend hier in Bangkok und ja, ist extrem was los da. Autos, Busse, Motorbikes, geht's ab, Lärm, Hupen, Taxis, alles Mögliche. Und ich hoffe oder weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, was ich am Longtail-Boot vom Lodalum B zum Pier auf Pipi gesagt habe, weil der Motor so laut war. Die Guan reist ja nach Bangkok, aber die ist jetzt mittlerweile schon nach Bangkok reisen, habe ich entschieden, weil sie mir so viele Restaurants zeigt, dass ich jetzt auch einmal Bangkok anschaue. Das erste Mal in meinem Leben. Bin jetzt Premiere, das erste Mal hier auf bangkokischem Boden, wenn man das so sagen kann. Oh, Südkorn. Mhm. Mais, ja. Und da ist Guan. Und die zeigt mir heute so ein Special Barbecue, wo man am Tisch grillt. So Table Cooking oder Table Grill. Das habe ich noch nie ausprobiert. Da gibt es Beef, also Rindfleisch, was ich liebe. Und Prawns, Mais, was wir gerade da gesehen haben, und noch vieles, vieles andere. Also Dinner, Abendessen ist angesagt. Lass mich jetzt total überraschen, was wir da jetzt wirklich grillen werden, wie das aussieht. Und nehme dich natürlich mit, bist mit dabei, live. Nur, ja, Essen geht heute nicht, aber ich werde dir erklären, wie das Ganze dann wirklich schmeckt und auf der Zunge sich verbreitet von den Geschmäckern her. Das hier ist es schon. Unfassbar, ich liebe ja Mushrooms, immer Englisch und Deutsch wieder, Schwammerl, Pilze so extrem, dass ich nochmal dorthin wandte und jetzt drei verschiedene Schwammerl geholt habe. Diese kleinen da, dann diese größeren hier, die sind super geil. Und dann nochmal diese ganz langen, dünnen Pilzdinger da, diese. Hier, und natürlich auch frische Zwiebel, Mais und dann noch dieses grüne Zeug, das bei uns immer in der Heimat so extrem teuer ist und alles. Und das alles für 199 Baht, all you can eat. Auch das Beef ist schon gekommen. Da laufen auch die Leute rum, holen sich da das ganze Zeug immer raus und dann ja, schmeißen wir das am Grill, kann gar nicht mehr warten. Gleich gibt's Mahlzeit. I take the butter on the grill. Right? It's already recording. Okay. Okay. Yes. Alright. Okay, Mushroom. Ah, ein Hobby, okay. Come on, you're on top.
Also nicht nur einen Grill, sondern einen Hot Pot gibt es hier auch, wo man nebenbei so Vegetables kocht und alles. Das ist echt der Wahnsinn für 199 Baht. Wenn man bedenkt, auf Pipi the Beach im Hotel kostet ein Coke Zero nur 50 Baht. Hier kann man mit Eis so viel nachholen, wie man möchte. All you can drink, all you can eat für 199 Baht. Und es ist mehr so ein Erlebnis. Das ist Grand Sister. Hallo. Das ist ein Erlebnis. Man tut nicht nur essen, man tut hier grillen, sich beschäftigen. Das ist echt Entertainment und ich kann gar nicht mehr aufhören. So köstlich. Und bei den Garnelen, da mache ich mir gar nicht mehr die Mühe, die abzuschälen. Es dauert ewig. Und jetzt mittlerweile esse ich die genau nämlich so. Fertig. Also Quants Schwester, die tut alle Shrimps wirklich schälen. Wirklich gut ab, guter Job. Ja, gut macht sie das. So Quan, what is this? This like a barbecue that we made in Secret Beach. You remember? Okay. And this for you. Hot. Prawns. Who will eat all these prawns? You can eat them? Yeah. All of them? Yes. You? Fühlt sich jetzt wie verrückt. Also das muss ein beliebter Hotspot sein für die Thais. Ich meine, für 199 Baht, alles was du trinken kannst, alles was du essen kannst. Ich glaube, ich hatte mehr als 10 Coke Zeros. Vergleich das mal eben, habe ich vorher schon erwähnt, denke ich, ein Coke Zero Pipi the Beach Resort, 50 Baht hier, 199 Baht. Du kannst 100 Coke Zeros trinken, wenn du möchtest und das ganze Essen. Was das bei uns zu Hause kosten würde, das mag ich mir überhaupt in diesen Zeiten gar nicht ausmalen. Wahrscheinlich jetzt fast schon für einige unleistbar. Und wir haben hier wirklich gegessen, wirklich fast bis zum Platzen. Ich bin so voll, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich brauche jetzt noch ein kühles, abschließendes Gin Tonic. Das möchte ich mir jetzt noch besorgen, so für den Magen und alles. Ja, sehen wir uns gleich noch mal ganz kurz. Das ist übrigens das allererste Mal, dass ich in so einem Tuk-Tuk sitze. Wirklich. Perfektes Gin Tonic. Lass es mich kurz für euch probieren. Mit Eis drinnen. Einfach perfekt für den Abschluss des Abends und des Videos. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es gibt ein bisschen mehr Action da, Bangkok nämlich. Und wünsche dir einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Und je nachdem, wann du dieses Video angesehen hast, wir sehen uns bestimmt im nächsten. Lass mir das jetzt noch schmecken und genieße es. Vielleicht trinkst du auch eins mit mir. Und wir sehen uns im nächsten Video. Oder schau dir ein paar alte Videos an, wenn dir meine Videos sowieso gefallen. Und ja, ciao.